Und da sind wir wieder weiter bei einer Folge. Wieso machen wir eigentlich keine. Oh. Gut, ich hatte in der vorherigen Folge die Ton verstummt. Gut, es waren eh nur ein paar Tatzgeräusche, aber trotzdem. Wir bauen Upgrades für die Dinger, weil der erste schon voll ist. Was Bullshit ist. So, was brauchen wir denn dafür eigentlich? Upgrades. Wir brauchen erstmal immer eins von den Dingern für eins. Das heißt, wir brauchen 26, 54, 108 diese Dinger. Das geht ja eigentlich voll. So. Ist 108 überhaupt richtig? Doch, genau. Wir haben 13 Felder, alle jeweils zwei Upgrades, sind 26. Und das mal 4 müssten 104 sein. Mal kurz. 26. Wieso komme ich auf 108? 26. Ach so. Ja, weil ich mit 54 gerechnet habe. Aber 2 mal 26 sind ja 52, nicht 54. Da habe ich irgendwie im Kopf falsch geschalten. Okay. Das heißt also 102. Das sind also. Ja. Und die restlichen 6 schmeißen wir einfach danach weg. Spaß. So. Bob. Ein Bob. Wieso geht's da nicht rein? Ich habe falsche Feld ausgewählt. Nevermind. So. Haben wir das schon mal. Dann brauchen wir. Nee, erstmal das hier. Stöcker. Nichts leichter als das. Stöcker müssen wir den ganzen Arsch voll haben. Oder auch nicht. Warum? Wir hatten doch mal so massive Stöcker gehabt. Haben wir die alle mittlerweile aufgebraucht? Das ist ja schwer vorzustellen, aber dem scheint wohl so. Gut, dann nehmen wir mal hier, danke. Reicht aber gar nicht. Wir brauchen ja 26 davon. Also nehmen wir hier noch einen. Und dann haben wir genau 26 mal Holz. So, haben wir genau 26 mal Holz. Das heißt, wir bekommen daraus genau unsere 100, 104 Stöcker. So, nächste ist das Ding. Und für das brauchen wir nochmal Stöcker. Doppelt so viele. Das heißt, wir brauchen nicht 26 mal, sondern ja, 52 mal. Reicht also nicht aus. Wow, das hier reicht ja perfekt. Das sind genau 250. Ha! Cool. So, das heißt, wir brauchen dafür. Ach so, halt. Nee, jetzt bin ich raus. Was brauchen wir? Wir brauchen davon 52. Das heißt, wir brauchen nochmal 52. Das wären 32, ne? 34. Ja, das kriegen wir natürlich nicht hin. Na gut, müssen wir so mitleben. So. 100. Diese Restkackerei hier. 100. Und jetzt brauchen wir, haben 200, 208. So, das heißt, wir brauchen 8 plus 4 plus 4, sind wir also bei 16. Das passt also hiermit perfekt. So, easy. Jetzt war das schon mal. Weg da, weg da. Übrigens kannst du jetzt mal hier rein. Ah, nee, da rein. Ach, wir hatten sogar noch einen. Oh, da hat man doch einen gehabt. Lol. Wann haben wir denn sowas mal gebaut? Wer weiß das schon. So. Und wir brauchen hier vor. Ach du Scheiße, wir kriegen mal gleich 4. Gut, jetzt haben wir wieder viel zu viele Stöcker. War ja auch nur eine Frage der Zeit. Das heißt, wir brauchen, wenn wir davon nur 4 brauchen, wir brauchen 26, 13, 7. Also wollen wir davon 7 Stück. So, da können wir bauen, was wir wollen. 7 Stück. 7 Stück. 7 Stück.
So, das heißt, wir nehmen erstmal das Holz hier. 7 Stück, 756. Alles. So, und hier können wir jetzt eigentlich auch das Holz hinnehmen. Da brauchen wir 7 mal 6. Das sind 42. Das wäre dann das hier und das hier. Und das hier. Und das hier. So, und da müssen wir jetzt einfach nur die Stöcke hier drum umklatschen. Halt. Aha. Bam. Alles. Ich finde es so schön, dass jetzt die Dinger hier stackbar sind. Leider sind die Upgrades nicht stackbar. Das ist traurig. Aber gut, was soll's. Jetzt brauchen wir die Upgrades. Ab gerade. Bam. Einfach alles, was du hast. So, und da brauchen wir jetzt erstmal. Ja, komm, gib her damit. So. Zuallererst kommst du, mein Freund. Bam, bam. Dann du. Bam, bam. Und jetzt einfach der Reihe nach. Also erst du. Dann du. Gut, die beiden werden eigentlich über die Dinger überhaupt nicht brauchen, weil. Aber so ist alles gleichmäßig. Jo. Powered by, warum nicht? Wir haben es ja. So, genau sind die gleichen. So, jetzt brauchen wir nochmal 6 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Genau, das sind nämlich die, für die wir zu viel hatten. Bam. So. 2. 1, 2. Und 1, 2. Tada! Schon unsere Anlage perfekt. Ja, sehr geil. So gefällt mir das. Gut, das haben wir. Ja, siehst du. Auf ein Viertel runter. Auf ein Viertel? Warum auf ein Viertel? Ach ja, nevermind. Eben, es kommen ja nicht 5 dazu, weil da steht ja mit x5. Aber das heißt nicht, dass da 5 dazukommen, sondern dass es auf das Fünffache erweitert wird. Das heißt, eigentlich kommt nur viermal der Speicher dazu. Sprich, also hier hast du viermal den Speicher, hier hast du viermal den Speicher. Und hier kommen jetzt aber keine 13, sondern 12 dazu. Also 12 und 12. Das heißt, die 4, 8, werden um die 12er, also 24, erweitert. Sprich, also du hast hier eine Vervierfachung des Gesamtvolumens. Ja, okay. Dann haut's natürlich. Wobei auch taucht es nicht wirklich hin. Weil es müsste eigentlich etwas weniger sein als das Vierfache, da ja ein Inhalt, das was die Kiste an sich halt schon hat, ja fix ist. Das heißt, es müsste eigentlich etwas weniger sein als das Vierfache und nicht etwas mehr als das Vierfache. Die Kiste ist jetzt aber zu etwas weniger als dem Viertel gefüllt. Krepiert da gerade schon wieder der Mathematiker in mir oder ist bei denen die Mathematik krepiert? Man weiß es nicht. Egal, ich fühle mich im Recht. So, alle Dings da Bums da. Ja, manche sind das hier natürlich bei 1%. Der hier zum Beispiel oder die beiden dürfen auch bei 1% sein. Da müssen wir aber noch eine Menge Diamanten farmen. Ja, und wie gesagt, die Dinger hier. Ah, ja, siehst du. Erstmal mein Inventar wieder ein bisschen aufräumen. Aufräumen. So, die können da rein, die können da rein, die können da rein, die rein. Da. Siehst du, das haben wir wieder viel zu viele Stöcke. Ja? Viel zu viel. Du kannst da rein, du kannst da rein. Lalalala, raus hier. So, pop, pop. Ja, soll reichen. So, und jetzt nehmen wir nämlich tatsächlich mal die ganze Scheiße. Hinten aus der Reservekiste. Oh ja, hier ist noch der ganze Dirt. Ja, wie gesagt, das hier und das lassen wir erstmal so. Da muss ich mir mal was einfallen lassen. Oder vielleicht könnt ihr auch euch da ja mal ein paar Ideen zusammentragen. Damit, weil ich will ja nicht einfach überall jetzt irgendwelche Tonnen hinten dran klatschen,
Weil das würde halt arschhässlich aussehen, seien wir mal ehrlich. Da brauchen wir also eine Idee, die da schon etwas optisch schöner aussieht. Ne, auch wenn das schon mal funktionieren würde. Ich meine, wie gesagt, wir haben jetzt wieder viel Puffer, bis das Ding dann mal voll läuft. Die Frage ist, ob wir die anderen überhaupt nochmal einschalten, weil wir haben mittlerweile so viel Stuff. Also, es ist tatsächlich eigentlich schon arsch zu viel. Aber gut. Dem sei so. Achso, jetzt habe ich das Ding auch noch ab. Na, egal. Brauchen wir aktuell auch nicht. Ach, siehst du? Ist jetzt hier eigentlich der Sache, der schon eingetroffen? Alter, wie lange dauert so ein Roundtrip? Auf welcher Position ist er schon? Ist er schon auf dem Rückweg oder immer noch auf dem Hinweg? Das Witzige ist, obwohl das Rohr so elendig lang ist, die spawnen die Sachen in dem Rohr tatsächlich nicht. Ich hatte ja gedacht. Oh, Toddy ist weg. Ich hatte ja. Ach, siehst du, beim Spawn muss ich auch noch was zeigen. Kann ich gleich mal hier meine To-Do-Liste schreiben? So. Ich hatte ja gedacht gehabt, weil das Rohr so lang ist und dementsprechend so extrem weit von da, wo wir halt in dem Moment jeweils sind, dass die Sachen in den Rohren despawnen. Aber scheinbar scheint diese Pipeworks-Mod tatsächlich das doch komplett tracken zu können, wo welche Items sind. Was schon echt krank ist. Ja. Ich meine, eigentlich könnten wir hier wirklich dieses Accelerating-Tube reinmachen. Aber es wird halt sau lange dauern. Weil die ganzen Dinger zu bauen, da müssen wir halt pro Pipe erstmal zwei Magnete bauen. Und das ist. Da brauchst du jeweils wieder Spulen für. Das kannst du also auch nicht einfach hintereinander klatschen. Sondern, ja. Du musst halt jedes Mal aus den leeren Spulen wieder diese Kupferspulen machen. Und aus den Kupferspulen musst du dann das Rezept machen. Und I don't know. Und ich glaube, man kann es auch gar nicht mal automatisieren. Weil das Problem ist, wenn du jetzt diese Autocrafter nutzt, um da so eine Automatisierungsanlage mitzubauen, dann hast du das Problem, dass der als Output nicht nur also wenn du jetzt aus den Spulen diese Magnete machst, dann hast du ja nicht nur die Magnete als Ausgabe, sondern auch die leeren Spulen. Also diese Plastikröhrchen halt. Und beim Autocrafter kannst du ja nur eine Ausgabe haben. Oder können da auch mehrere Sachen reindroppen als Ausgabe. Aber stimmt, eben, das sind ja mehrere Felder. Könnte also sogar sein, dass da mehrere Sachen rein können. Müsste man mal überlegen. Oh, Zwerg ist kurz AFK, okay. Ist das Ding jetzt doch despawned oder was? Ja, einer hat auch schon geschrieben. Oh, hier sehen wir jetzt nicht wirklich gut. Ich steck mal kurz ab. Einer meinte auch, wow, dass das lange Hin- und Herfahren auf Dauer sehr langweilig werden könnte. Wo ich zwar natürlich auf der einen Seite recht geben muss, ja, aber ich meine, ich könnte natürlich nochmal einen Homepoint da hinten setzen und dann wirklich immer überspringen, indem wir uns einfach nur hin und her teleportieren. Quatsch, hier auf. So frei nach dem Motto, wir cheaten nicht, weil wir haben das Geister ja gebaut. Das heißt, wir können ja hin und her. Wir speeden es nur ein bisschen ab. Ah, das ist es. Ganz am Ende. Wow. Wir haben also genau einmal eine Halbwertszeit geschafft. Ah. Ja, das ist schon echt langsam. Selbst wir müssen langsam laufen. Was? Okay, selbst mit langsam laufen sie noch schneller. Heilige Scheiße. Wie gesagt, in der Praxis ist es ja völlig egal, weil in der Praxis, haben wir denn dort auch ein Lager und die Items kommen halt nach und nach von dem Lager, also von der Produktionsanlage zu dem Lager hier. Aber wenn die Sachen halt ewig im Rohr brauchen, okay, die kommt trotzdem irgendwann an. So.
Von daher ist das tatsächlich völlig egal, wie lange es dauert. Solange es jetzt nicht 3 Wochen oder so sind. Und von daher bleiben wir wirklich bei diesen Rohren hier. Das macht schon Sinn. Gut, das Ding kommt also auf jeden Fall langsam zurück. Dann schauen wir mal, wann es da ist. So. Also ist das, hätte ich da gleich einen Homepoint setzen können. Wobei, haben wir da nicht einen Homepoint? Hatte ich da nicht einen gemacht? Home. Home 2. Ach doch, wir haben hier einen. Wir haben hier einen Homepoint. Warum sagt das eigentlich keiner? Ja, siehst du, das ist alles Schnieke. So. Da-di-du, da-da-da. Wir haben die Dinger geupgradet. Wir haben Mülleimer hingesetzt, sodass die Anlage nie wieder kollabieren kann. Was wir jetzt eigentlich erstmal machen müssen, ist die Kisten hier leer machen. Boah, da habe ich so gar keinen Bock drauf. Da ist so viel Scheiße drin. Eieieiei. Ja, siehst du, die ganzen Sachen hätte ich auch gar nicht um reinpacken können und die ganzen Upgrades jetzt. Ist ja hier auch wieder Stuff, der da rein muss. Heilige Scheiße. Kann ich das nicht einfach von hier intelligent hier oben einführen? Warte mal kurz, die Anlage ist doch aus gerade. Die Anlage ist doch gerade aus. Dann mache ich das mit. Könnte hier problematisch werden, ja. Ah. Oh Gott. Wartet mal kurz. Das kriegen wir doch hin. Ich meine, die Kiste ist ja auch leer. So, das heißt, dann die kann ja kurz weg. Wenn ich mir jetzt hier so einen Injektor hole. Wir haben ja bestimmt noch einen Stackwise-Injektor rumfliegen, oder? Ja. Sehr geil. Her damit. Dann nehmen wir uns mal hier ein paar Pipes. Oh, wir haben nur 4 Stück. Das reicht im Leben nicht aus. Das heißt, dann werden wir uns wohl noch ein paar machen müssen. Andererseits können wir die jetzt auch einfach mal kurz krallen. Pack mal dahin. So. Jetzt baue ich mal kurz temporär unsere Anlage um etwas richtig Geniales zu machen. Das heißt, du musst mal kurz weg. Dankeschön. Und du kommst einfach mal nach da. Achso, okay, so geht's auch, aber. Ne, ne. Der Auge ist mit. Wenn sich jemand fragt, was ich hier gerade mache, keine Angst, ich weiß es auch nicht. So, jetzt nehmen wir einfach mal so Ding hier, packen das nach. Das geht natürlich nicht. Packen das einfach mal nach da. Ja, wie gesagt, die muss weg. So, jetzt. Was habe ich mir dabei gedacht eigentlich? Ach, leck mich doch. Oh Mann, was tue ich hier gerade? Macht das überhaupt Sinn, was ich hier gerade mache? Das dauert doch so lange, da würde ich doch mit selber bauen. Mit selber übertragen viel schneller gewesen. Da wäre ich doch schon fast fertig. Hey. Hallo? Ach, durch die Tr Ach Gott. Oh Leute. Ich baue mich hier gerade zum Affen. Und mir sagt keiner was. Das find ich nicht fair. Das ist doch Kacke. Ach, das ist Kacke. Fragt ihn nicht so fragend an, Leute. Schaut mich nicht so fragend an, Leute. Ich weiß selber nicht, was ich gerade mache. Ich hoffe einfach nur, dass der Albtraum irgendwann aufhört. So. Ja, doch, das geht viel schneller. Jetzt muss ich mal gucken. Gehen die Sachen auch da oben rein? Ja, doch, ein bisschen. Ja, doch, das sieht gut aus. Gut. Ah, hätte ich gewusst, dass diese Umbauaktion so lange dauert, hätte ich es wahrscheinlich nicht gemacht.
Aber schon cool zu sehen, wie bunt das da ist. Ist so, geht's doch ratzfatz hier. Weiß gar nicht, was ihr alle habt. Das geht ja super geschmeidig hier. Buja! Oh Mann, ey. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall hier noch eine günstige Entleerungsoption. Ich meine, am günstigsten wäre es natürlich eigentlich, dass wir die Sachen gar nicht erst in die Kisten packen, sondern gleich wieder nach oben schicken. Aber ich weiß nicht, wie wir das realisieren wollen. Ne, wir lassen es erstmal so. Wie gesagt, vielleicht lasse ich mir da noch mal was einfallen, um die Kisten schnell zu entleeren. So wie jetzt gerade. Alter, so. War da gerade ein Steinmonster? War da gerade ein Steinmonster? Wieder hinter einer? Alles deine Schuld. Stuckkanacke. Stuckkanacke. Arschloch. 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 So, was haben wir jetzt eigentlich hier verzapft? Achso, genau. Den größten Unsinn ever. Du kommst noch da. Ist wieder verbunden, okay. Du kommst noch da. Hier ist wieder alles verbunden, okay. Und dann die zwei, die waren hier. So und so. Jetzt fehlt aber immer noch ein Rohr. Verdammt. Achso, war ja auch richtig. Nee, war nicht richtig. Ist richtig? Ich habe keine Ahnung. War ja noch ein Rohr oder nicht? Ich hatte doch irgendwo, hatte ich doch eine Unterbrechung drin. Oh, Leute. Da ist alles richtig, hier ist alles richtig. Ist alles richtig. Und hier ist alles richtig. Egal, wir nehmen den erstmal weg. Ah, nicht stimmt, genau, wir hatten eine Unterbrechung und das hatte ich ja noch umgebracht. In meiner geistlosen Geistigkeit. Dankeschön. So. Und ich packe mal einfach mal hier hin. So. Jetzt müssen wir hier wieder die Kiste entpacken. Perfekt. Anlage repariert. So. Ach, Reminischen. Jetzt haben wir das Ding hier komplett leer. Und die Kisten hier oben müssten noch etwas gefüllter sein. Ja, 26%. Mann, geht da schnell. Heilige Scheiße. Momentchen mal. Wie sind wir jetzt bei beiden 26%? Habe ich jetzt die Kiste hinten schon leer gemacht oder nicht? Die habe ich doch leer gemacht gehabt, oder? Bin ich jetzt blöd? Oh, die habe ich nicht. Ha! Okay, also bin ich blöd. Wollte gerade sagen, bei der unteren Kiste müsste doch immer etwas mehr drin sein. Bevor wir da noch mehr Stuff bekommen. Naja, gut, viel mehr. Obwohl doch, 1200 mehr. Ja, doch. Sieht gut aus. Gut. Das heißt, wir können tatsächlich. Lapdidu, lapdida. Genau, hier sind wir jetzt fertig. Die Anlage ist fertig. Alles fertig. Die Dinger sind leer. Wir können die Anlage also direkt wieder einschalten. Spaß. Ja, ich meine, einschalten können wir die Anlage jetzt eigentlich schon, weil ne, der Abzweig ist ja unterdurchtrennt. Das heißt, die Anlage läuft dann einfach wieder für sich alleine. Lol. Ja, genau, die Anlage läuft halt für sich alleine und sonst ist halt nichts. So, das heißt, wir hätten also die Dwarver-Upgrades hätten wir, Pipeworks-Trashcans hätten wir auch. Und was ich dann noch auf der Liste habe, ist einmal Spawn sein, genau. Und ich wollte mir noch was bauen, was ich beim Privatspielen zusammen mit meiner Familie entdeckt habe. Kaffeepause, bis bald. Und zwar Briefkästen.
Sowas haben wir noch gar nicht. Und da frage ich mich als langjähriger Mindtest-Player, why the fuck haben wir sowas nicht? Das ist doch quasi Standardzubehör. Brauchen wir jetzt 5 oder was? 6. Natürlich brauchen wir 6. So. Das heißt, wir brauchen nämlich so ein schniekes Ding. Dann brauchen wir noch hier, ich glaube, wir brauchen sogar mehrere. Ich glaube, wir brauchen sogar 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Macht das Sinn? Ja, doch, macht Sinn. Nein. Weg damit dir. Du Affe. Dankeschön. So, jetzt nehmen wir hier nochmal 2 von so Stützen. Und jetzt ist die Frage, wo klatschen wir die Dinger hin? Eigentlich kann ich hier bei dem Haus hin machen, wo es relativ gut sichtbar ist. Hier vorne zum Beispiel könnte man machen. Ach, hey, weil ich war ja früher unser Sieb, ne? Oder man könnte hier alternativ einen hin machen. So, direkt vor der Haustür geht leider nicht, weil der Weg halt komplett dran ist. Man könnte natürlich jetzt so machen, aber kann man immer schon mit dem Kopf gegen. Ja, ist das nicht so die geile Art? Oder ist wir gucken, dass wir den hier hin machen, tatsächlich. Komm, ganz ehrlich, ja, damit. Weiß ich nicht, ob ich das optisch so schön finde. Nicht so komplett vor der Tür, sieht kacke aus. Ich glaube mal lieber hier so. Nur so ein bisschen abseits. Ja, doch, das ist besser. Ja, doch, viel besser. Ja, so passt das. So, den anderen. Ja, ich weiß gar nicht, das Ding hier, das macht ja mittlerweile dieser Aufgang hier. Mittlerweile nutzen andere Leute den hier ganz, ganz gerne, den Tunnel hier unten zum Abbauen, ne? Also meine Familie oder auch andere Spieler. Also wissen durch das von meiner Familie. Von daher würde ich den jetzt hier nicht zubauen wollen, aber es würde sich schon mal begehbar machen. Ich weiß auch gerade gar nicht, habe ich diese Dinger hier eigentlich im Let's Play gemacht? Nee, ne? Das habe ich privat gemacht. Als Walker, glaube ich. Quasi einfach so eine kurzen Seilstücke. Die halt dafür sorgen, dass man, obwohl hier eigentlich ein Loch ist, man hier ganz mal rüberlaufen kann, so wie als wenn hier ein Boden wäre. Ich weiß, könnte man auch Glasblöcke nehmen, aber das Problem ist, Glasblöcke blockieren das Licht. Das heißt, direkt unter den Glasblöcken wäre zwar hell, aber hier drunter würde es immer dunkler werden, bis dann hier ab hier irgendwann so komplett schwarz wäre. Hintergrund ist die Lichtberechnung, ne? Licht von der Sonne hat eine Lichtstärke von 15. Nahezu alle semitransparenten Blöcke reduzieren das Licht um 1 mindestens, sodass dann das Licht, was da drunter ist, nur noch eine Lichtstärke von 14 hat. Und jetzt ist es so, sobald das Licht nicht mehr 15 ist, sondern nur noch 14 zum Beispiel, wird es mit jedem Block darunter dunkler. Und nur wenn das Licht wirklich direkt von der Sonne kommt, heißt also Lichtstärke 15, nur dann bleibt es auch so hell und geht bis endlos runter. Und deswegen habe ich hier die Dinger genommen, weil die nämlich das Licht nicht reduzieren. Und dementsprechend die Sonne komplett durch kann. Deswegen habe ich hier halt die Dinger genommen, keine Glasblöcke, ja. Ne, so als technischer Hintergrund. So, und die anderen Briefkasten würde ich mich gerne hier beim Bahnhof hinstellen. Ne, das sollte die uns hier besuchen, gleich direkt einen Briefkasten hier haben, weil ist ja quasi unser Bahnhof hier, ne, Onyx Bahnhof. Von daher finde ich das auch völlig in Ordnung, den Bahnhof hier direkt zuzuklatschen. Mache ich hier direkt in der Mitte auf dem Bahnhof. Bumm. Wenn es hier zukommt, ist genau hier die Tür. Und die rennt direkt. Ja, da kommt der Zug. Es ist tatsächlich nicht an der Tür ausgerichtet. Nein, ich wollte aussteigen. Danke. Aber ey, es passt doch relativ gut, ne? Er kommt mal direkt mit der Fresse gegen den Briefkasten. Natürlich muss jetzt dazukommen. War ja klar. So, die Frage ist, wo machen wir unseren Briefkasten hin, sodass man ihn gut sieht, er aber nicht zu aufgedrückt wirkt. Sollte schon hier so ein bisschen
in die Richtung sein. Oder machen wir den wirklich hier bei der Kreuzung geben? Ich meine, das gehört ja hier alles, ist ja quasi alles unser Grundstück. Von daher könnte man den auch hier irgendwie hin machen. Ich meine, der offizielle Weg ist ja der hier. Das ist ja der offizielle Fußweg. Das heißt, ich würde ihn hier gerne vielleicht hinmachen. Dann sieht man ihn aber vom Bahnhof nicht mehr so gut. Schwierig. Oder ich reiße einfach den Baum ab und mache ihn in der Mitte von diesem Ding hier einfach hin. Das wäre auch eine Option. Willst du warten? Ich mache ihn einfach hier. So. Bam. So ist er nicht so präsent, aber auch nicht zu versteckt, sodass man ihn eigentlich von überall aus sehen kann. Ja, doch, das. Schon wieder ein Zug. Ich dachte, der kommt. Nein! Ich dachte, der kommt alle 2 Minuten und nicht alle 5 Sekunden. Ja, doch, ich glaube mal, so ist ganz gut. So. Dann haben wir jetzt sogar schöne Briefkästen. Die Briefkästen funktionieren übrigens so, dass jeder, der quasi. Kann unser Item schon an? Alter, ich habe jetzt das halt dieses Ding im Hinterkopf. Guck mal nicht an. Da kommt ein Scheißding. Ist halt so gebaut, dass jeder, der auf das Ding zugreift, außer der Besitzer, sieht nur ein einziges Feld hier in der Mitte. Quasi so wie bei dem Mülleimer. Ne? Da hat man auch gesehen. Ich zeig's mir nochmal zur Verbildlichung. So sieht ein Briefkasten für andere Leute aus. Das heißt, wenn ich jetzt hier was reinmache, bumm, einfach weg. Verschwindet einfach. Wenn ich alles reinmache, bumm, einfach weg. Verschwindet alles. Aber anders als das Ding kann auf den Briefkasten der Besitzer, wenn der drauf zugreift, hat er ein anderes Inventar. Und zwar das hier. Alles, was also andere Leute reingeschmissen haben, kann ich jetzt hier sehen und rausnehmen. Mit der Besonderheit, andere können nur Sachen reinpacken, weil was sie reingepackt haben, verschwindet für sie. Die sehen es ja nicht mehr. Und ich kann hier aber Sachen nur rausnehmen. Ich kann hier also nichts reinpacken. Ja? Das heißt, ne, das Ding hier wird halt voll und voll und ich kann Sachen halt rausnehmen und das war's. Ist also komplett One-Way-System. Deswegen ganz praktisch. Ja. Genau. Am Spawn habe ich auch so ein Ding für Walker. Habe ich jetzt auch Briefkästen. Und genau. Dann würde ich mal sagen, lassen wir mal die Folge hier beenden an der Stelle. Und nächste Folge zeige ich euch nämlich mal allgemein den Spawn. Da hat sich nämlich mittlerweile einiges getan. Von daher. Bis dann.